Jetzt begrüße ich ganz kurz bei mir Andi Marek. Es gibt Neuigkeiten für das Spiel morgen. Ein paar Informationen bitte ganz kurz. Ja, Neuigkeiten. Das Wichtigste ist einmal, dass es sehr, sehr gut ausschaut, dass viele Rapid-Fans mit dabei sein werden. Das Stadion ist ja, das muss man immer ein bisschen erklären, das Stadion ist ja im internationalen Bewerb zugelassen für 23.500 Fans, die im Stadion sein können. Wir wissen, der Gästesektor da drüben ist morgen leer. Warum ist er leer? Unsere Gäste Spartak Moskau wurden von der UEFA bestraft, dürfen keine Fans mitnehmen, also haben keine Karten verkauft. Das heißt, das ziehen wir jetzt einmal ab von den 23.500 Gästesektor Platz für rund 1.800. Da oben auf der VIP-Tribüne, da haben wir auch noch rund 700-800 Plätze frei, die sind noch nicht verkauft. Ja, und wir selber haben auch noch für die Public Seats, ich würde jetzt einmal sagen, so knapp 600 Karten. Also wer noch Interesse hat, unbedingt zur Kasse kommen. Morgen ab 10 Uhr haben wir offen oder im Internet natürlich auf www.rapidshop.at sind die Karten ebenfalls zu kaufen. Wir haben im Moment, ich glaube, 20.500 weg. Das ist sehr, sehr schön. Wir freuen uns auf ein tolles Spiel. Und ich glaube, es wird morgen, oder ich bin sicher, es wird morgen wieder eine ganz tolle Stimmung geben hier bei uns im Stadion. Viel schon Europa League Branding. Auch für dich etwas Besonderes, Europacup-Spiel? Es ist immer, ein Europacup-Abend ist immer etwas Besonderes. Es ist das Stadion schon mit UEFA Europa League. Wir haben heute schon die Hymne getestet im Stadion. Das ist immer schon ein besonderes Gefühl, wenn man hier dabei sein kann. Deshalb sage ich an alle, die noch keine Karte haben, seid morgen mit dabei. Es wird wieder ein ganz besonderer Europacup-Abend.